Jeder kennt Orchideen, denn sie bringen einen exotischen Hauch in die Wohnzimmer. Orchideen sind nicht nur faszinierend schön, sondern sie sind eine der erfolgreichsten Pflanzengruppen überhaupt. Mit welchen Neuentwicklungen die Orchideen diese enormen Erfolge zustande brachten, wird in einer Sonderausstellung vom 25. Oktober 2012 bis einschließlich 26. Mai 2013 im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart im Schloss Rosenstein aufgefächert. Die Direktorin des Museums, Frau Prof. Dr. Johanna Eder, erklärt. Ja, bei unserer neuen Ausstellung Orchideen, Vielfalt durch Innovation, geht es darum, dass wir wiederum das Thema Evolution aufgreifen. Und das Thema Evolution wird nie langweilig, es bleibt spannend. Wir haben anschließend an unsere sehr erfolgreichen Ausstellungen 6 und der Fluss des Lebens haben wir jetzt die Orchideen, eine Pflanzengruppe, in das Zentrum gerückt und zeigen, wie vielfältig Orchideen sich entwickelt haben, worauf diese Vielfalt beruht und dass Vielfalt wichtig ist für einen Erfolg. Orchideen sind die häufigste oder die artenreichste oder zweitartenreichste Familie unter den Blütenpflanzen, unter den Angiospermen, unter den Bedecktsamen heute. Und sie haben eben durch alle möglichen Anpassungen im Bereich der Wurzel, im Bereich der Achse, im Bereich des Blattes und der Blüten diese Vielfalt erreicht, die ihnen ermöglicht, dass sie so unheimlich viele verschiedene ökologische Nischen erschließen. Über 2 Jahre lang haben die Mitarbeiter des Museums Daten und Fakten gesammelt und diese in mühevoller wissenschaftlicher Arbeit verständlich aufgezeichnet. Ins Innere der Pflanze nachher dann transportiert werden. Diese äußere Schicht heißt Velamen und findet man nur bei Orchideen und noch einer anderen tropischen Pflanze. Der Regenwald ist so dicht, dass ungefähr nur 1% des Lichtes am Boden zu finden ist. Viel mehr Licht finden wir weiter oben. Da habe ich aber das Problem, dass Licht, Wind und Sonne die Pflanzen ausbauen. Da habe ich verschiedene. So wird in verschiedenen Schritten das Thema Orchidee beleuchtet und der Besucher kann diesen großen Erfolg Orchideen, Vielfalt durch Innovation nachvollziehen. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.